Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute ist der 1. Januar und passend dazu habe ich ein Infovideo für euch. Hier werde ich hauptsächlich zwei Punkte kurz betrachten, und zwar die Januarpause, die jetzt ja diesen Januar ansteht. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe es in eigenen Videos gesagt, jetzt hört jetzt hier nochmal. Januarpause steht an, das bedeutet, es wird kein Projekt kommen, das heißt kein Hexit, kein Cube World, keines dieser Projekte, sondern vielleicht nur mal eine Runde League of Legends oder andere Spiele. Andere YouTuber haben auch die Möglichkeit, dann hier auf diesem Kanal Videos uns bereitzustellen, dass ihr dann trotzdem noch in diesem Januar was sehen könnt. Warum machen wir die Januarpause? Einmal, um für das Jahr wieder ein bisschen was vorzuproduzieren. Und einmal, um Sachen zu planen. Wir planen auch wieder mal ein neues Projekt, das heißt ein neues Multiplayer-Projekt, Minecraft. Da hatten wir jetzt ja auch schon Creepfight, Creepfight 2.0, Creep World und zuletzt Forest Games. Da haben wir im Moment was in Planung und da wird es auch in Zukunft noch ein Infovideo zu geben. Ja, letztes Jahr auf Games House, das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen, ist, was ist das letzte Jahr auf Games House geschehen? Ja, wir haben einiges geschafft, wir sind größer geworden, haben einige Abonnenten gesammelt, auch wenn wir immer noch nicht so viele Klicks haben. Und für die Leute, die jetzt sagen, uns geht es um die Abonnenten, nein, tut es nicht. Es freut uns einfach nur, wenn wir jeweils immer Abonnenten mehr bekommen oder auch Leute bekommen, die Kommentare schreiben, weil mit einer Community macht das Let's Play mehr Spaß. Wir haben auch einen Instagram-Account, den wir jetzt immer mehr pflegen, und man sieht es auch. Auf Instagram machen wir das so, wir abonnieren sehr viele Leute. Vielleicht gab es auch deshalb schon den einen oder anderen, der uns meinte zu haten, dass wir sehr viele Leute auf Instagram abonnieren. Das machen wir eigentlich nur dafür, um auf unseren Kanal ein bisschen aufmerksam zu machen. Über YouTube schafft man das eigentlich nicht, weil es viel zu viele YouTuber gibt. Aber über Instagram können wir einfach ein paar Leute abonnieren, die dann gucken, wer hat mich denn abonniert, aha. Ja, ich gucke mir den mal an, der macht ja gute Videos. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wer abonniert mich da, mag ich nicht, abonniere ich eben nicht oder brauche ich mir gar nicht erst anzugucken. Es gibt immer noch ein paar Leute, die meinen dann, was abonnierst du mich, du kennst mich nicht. Die Leute, die das denken, die sollen sich dann entweder auf privat stellen, dass man die nicht abonnieren kann, oder uns das einfach sagen, wir werden die dann auch wieder deabonnieren, das ist dann kein Problem. Tut uns auch leid, wenn wir damit einen oder anderen belästigen, aber so haben wir einfach die Möglichkeit gefunden, viele Leute auf uns aufmerksam zu machen. Und unser Instagram-Account hat jetzt auch mehrere tausend Benutzer und also mehrere tausend Abonnenten. Und das gefällt uns dann schon oder freut uns dann schon, wenn wir sehen, dass es doch einige Rückmeldungen zu uns gibt, auch wenn die hauptsächlich nur auf Instagram sind. Ja, wir waren auf der Gamescom dieses Jahr. Wir haben einiges Neues antesten können. Wir haben Partnerschaften machen können, zum Beispiel mit SAD, das sind Spiele Programmierer, beziehungsweise kennen die vielleicht viele unter Purple Hills. SAD selber machen auch noch andere Programme, und Purple Hills beschränkt sich halt nur auf Spiele, beziehungsweise in dem Fall Wimmelbild oder Simulatoren. Wir haben zwei Wimmelbild Spiele von denen bekommen, einen Simulator, die wir jetzt auch hier durchspielen werden. Das erste Wimmelbildspiel haben wir bereits durchgespielt und das zweite Wimmelbildspiel läuft im Moment gerade. Das wird im Februar auch wieder weitergehen. Noch als letztes, was diesem Januar auch schon neu ist, und zwar kommt jetzt so gesehen gerade schon die erste Neuerung, und zwar wird es ab jetzt jeden Monat so ein Video geben, wie gerade, wo wir Informationen nennen, Informationen, wie es weitergeht, was letzten Monat, beziehungsweise in dem Fall war es ja letztes Jahr so, geschehen ist. Das heißt, am 1. Februar wird es dann ein Video geben, das heißt Januar 2015. Wir sagen, was wir alles im Januar geplant haben, was jetzt ansteht, wie es weitergeht etc. Und auch, es kam ein cooles neues Spiel raus, es kam ein cooler neuer Film raus. Informationen, die euch vielleicht auch interessieren würden. Also beziehen wir uns hier in diesen Videos nicht nur auf Games House. Das habe ich jetzt in diesem Fall zwar getan, aber in den ganzen anderen Videos, die zum Beispiel dann Januar 2015 heißen, geht es auch wirklich darum, was ist im Januar in der Spielewelt passiert. Wenn euch dieses neue Format gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert es, gebt uns Informationen oder Tipps, worüber wir reden könnten, was euch vielleicht mal interessieren würde, oder macht uns auf ein Spiel aufmerksam, was bald rauskommt. Und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, und möchte euch nochmal dazu bringen, falls ihr es noch nicht getan habt, uns zu abonnieren, damit ihr keins dieser Videos verpasst. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Viel Spaß noch auf diesem Kanal und tschüss.